Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Egglog. Wir machen heute die Prüfung des Plätscherhügels. Ich bin etwas, ich weiß schon, was Schönes kommt, deswegen habe ich ein wenig Angst davor. Okay, nochmal Pokémon gecheckt und dann auf ins Wasser. Oder so, vielleicht hätte ich nochmal ins Pokémon Center gehen sollen davor, aber jetzt ist auch zu spät. Wie war denn das? Kommt zuerst nur klein und dann erst der große? Oder wie lief das? Ich habe keine Ahnung mehr. Donner und Blitz haben plötzlich eingesetzt. Lapras bekommt Angst. Wie schön. Also kommt jetzt tatsächlich schon der große. Super. Das wird witzig. Süß. Okay. Das sieht nach Spaß aus. Oh je. Lusadin Herrscher greift an. Hi, wie geht's so? Ich glaube, ich fand das immer, das hier ist einer der epischsten Kämpfe in der Prüfung. Also allein von dem, wie es gerade aufgebaut war mit Donner und Blitz, das ist auch viel cooler als alles andere, was später kommt, oder? Oder erinnere ich mich da falsch? Und außerdem war das der Kampf, bei dem ich, glaube ich, mich am schlechtesten geschlagen habe oder sowas. Weil das Vieh schon echt gut ist. Das muss man ihm lassen. Ha! Ach du Kacke, macht das Vieh schon... Level, wie viel ist das? Oh nein! Bitte ruf keine mit... Ach, um Himmels Willen. Ach du Kacke! Ein Lusadin. Donnerzahn? Donnerzahn? Bitte Critters, komm schon. Oh, fuck. Okay, es setzt nur Wasserring ein. Okay, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Okay. Was macht das? Ach, das, jetzt wird er wieder zu einem Fisch, nur. Jetzt. Yes. Was passiert denn dann? Was boostet sich denn dann? Wird es schneller? Bitte wird nicht schneller. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ehrlich. So sehr habe ich mich mit dem Pokémon nicht beschäftigt bisher. Aber wir haben es gepackt. Okay, auch ich hatte den EP-Teiler noch an. Hups. Lebensschelle, nee, wir Lebensschelle nicht, bitte. Level 19. Level 20. Okay. Ich heile es jetzt mal. Ich wüsste nämlich nicht, gegen was ich das auswechseln soll, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir haben nämlich nichts, was sonst eine Elektro- oder Pflanzenattacke oder sowas hat. Warum setzt du rechte Hand ein? Bist du doof? Nicht im Beutel. Ich wollte Kampf machen. Und dann Donnerzahn. Ja, daneben. Aber ist auch egal. Und tschüss, Lusadin. Down gegangen. Oh. Okay. Okay, wir haben es geschafft. Yay. Ich muss den EP-Teiler wieder ausmachen. Hoffentlich vergesse ich das nicht, bis die Zwischensequenz vorbei ist. Schön. Bravo, Miri, bitte komm jetzt zu mir zurück. Nö, ich fahre jetzt den Wasserfall hoch. Also, ich bin wirklich hin und her gerissen. Einerseits bin ich traurig, weil meine mit großer Hingabe trainierten Lusadin besiegt wurden. Andererseits möchte ich dir ganz herzlich zu deiner bestandenen Prüfung gratulieren, Miri. Das war wirklich eine reife Leistung. Respekt. Hier, das ist für dich. Was? Der Wasser-Z-Kristall. Für Shillok. Yay. Okay. Und jetzt pass gut auf. So, nicht anders geht die Pose für die Z-Kraft vom Typ Wasser her. Okay. Oh ja, das sieht unfassbar gefährlich aus. Du bekommst von mir eine Angel. Oh, dankeschön. Das ist nett von dir.
Lass... nein. Bitte! Nein! Ich will nicht angeln. Ich will nicht wissen, wie man angelt. 10 Tauchbälle. Oh, das ist schön. Dankeschön. Wusstest du übrigens, dass ich sogar mein rotes Garalas an Land gezogen habe? Okay. Ja, ja, so war das. Oder auch nicht. Du bist bestimmt sehr erschöpft. Soll ich dich jetzt zum Pokémon Center auf Route 5 bringen? Nein, wir fangen hier erst ein Pokémon. Du willst also noch ein Weilchen angeln? Glaub mir, das kann ich gut verstehen. Aber ich kann dich gleich sicher nochmal ansprechen und dann gehen wir zurück. Bitte. So, Angel, Angel. Hier, wenn wir gerade da sind. Bitteschön. So, okay. Gut, wo ist denn die Angel? Hier. Wie in Mehrzweck. Was? Kann ich nicht direkt aus dem Menü raus angeln? Ich. Pokémon Sonne und Mond verwirren mich. Es tut mir auch leid, wenn ich diese Shortkeys nicht benutze, die angezeigt werden für Pokébälle oder so. Ich komme darauf einfach nicht klar. Es tut mir leid, ich kriege das ja immer noch nicht hin mit dem Tauschen richtig. Nur wenn ich drüber nachdenke. Es verwirrt mich, dass sie mir das Leben einfacher machen wollten. So, und wie komme ich jetzt in die Mehrzwecktasche? Nicht hier. Nee. Hä? Nein. Was wollten die von mir? Hier hat es reingeschoben. Aber warum? Hä? Wie benutze ich die Angel? Ich bin so verwirrt. Wieso? Wieso kann ich die nicht benutzen? Bin ich so blöd zum Angeln? Muss ich... Weiß ich nicht. Was muss ich denn tun, um zu angeln? Leute, Hilfe. Hä? Ich habe alles gedrückt, was man drücken kann. Aber es funktioniert nicht. Toll. Okay, wir angeln doch nicht. Bring mich zurück. Ja. Wieso ging dir das nicht? Kann ich da nicht angeln? Muss ich erst einmal rein und raus? Ja, Vulkanpark. Ich weiß, ich weiß. Bestimmt habe ich es nur übersehen. Ich wette, ich habe es nur übersehen. Wenn man aufnimmt, übersieht man so Sachen irgendwie um einiges schneller, als wenn man nicht aufnimmt. Nur für die Leute, die immer sagen, bist du so dumm? Wieso hast du das nicht gesehen? Es ist eine andere Situation, wenn man aufnimmt, als wenn man für sich zu Hause spielt. Das ist einfach so, glaubt mir. So, dankeschön. So. Ich guck mal, ob ich noch genügend Eier habe, dass wir diese Route heute erstmal was ausbrüten können. Hier, ich habe ein Paras gefangen. Oh ja, wir haben noch 2 Eier. Sehr schön. Wie viel Zeit habe ich denn noch so? 8 Minuten. Dann würde ich sagen, brüte ich jetzt zuerst mal die Eier aus. Also, bis gleich. Und das erste Ei schlüpft schon. So, was bist du wohl? Na, ich bin gespannt. Oh, süß, ein Miau! Ein Flammiau! Hallo! Damit hätten wir ein neues Feuer-Pokémon fürs Team. Das ist cool. Hallo! Süß! Süß, eine Feuerkatze, dankeschön. Ich weiß, welches Pokémon geschlüpft ist. Ah. Ich wollte das ja eigentlich in meinem ersten Let's Play als Starter nehmen, aber Valui wollte das unbedingt. So. Okay. Dann machen wir gleich weiter mit dem zweiten Ei, würde ich sagen, ne? Also, bis gleich. Und das zweite Ei. Was du wohl bist? Ach, das ist immer so spannend, dieses Ei ausschlüpfen, ne? Ehrlich. Ein Evoli! Ja! Darf ich daraus ein Nachthaar machen?
Ich gebe ihm natürlich einen Spitznamen, wie immer. So. Ah, das ist schön. Das ist eine schöne Überraschung. Ein Evoli. Wuhu! Okay. Gut, dann gucken wir uns das mal an. Was die Berichte der beiden so sagen. So. Nein, ich wollte Berichte angucken. So. Guck mal, ich bin sein OT. Das kann Anpassung von der Fähigkeit. Okay, also normal. Die beiden sind anscheinend ganz normal. Okay. Ach, okay. Oh, unsere Todesbox. Das ist so traurig. Ich mochte Routine. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Wir müssen ja auf die neue Route. Schau mal eben nach, ob meine Pokémon alle geheilt sind. Nicht, dass ich das vergessen habe. Nee, alles gut. Alles super. Gut, Leute. Auf geht's zur nächsten Prüfung. Oh, so viel Gras. Das Pokémon hier haben wir ja leider schon gefangen auf der Route. So, hallo, Imantis. Haben wir das Pokémon auf der Route schon gefangen? Ich meine schon. Wenn nicht, dann bin ich blöd. Aber eigentlich bin ich doch extra zum Pokémon-Fang hierher gegangen. Also habe ich sicher schon eins gefangen. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern. So, gegen die nette Frau haben wir ja schon gekämpft. Wo muss ich hin? Wo geht es lang? Hier nicht. Wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich da hin? Hilfe? Jetzt stelle ich mich wahrscheinlich blöd an. Wie komme ich da hin? Wir gucken uns mal die Karte an, wenn der Pokédex so freundlich wäre, mit mir zu sprechen. Ach, ich muss erst nach unten laufen. Ah ja, richtig. Ich muss ja außen rumlaufen. Ja, ich erinnere mich. Okay. Dann gehen wir mal nach unten. Huch, wir haben noch nicht gekämpft. Ehrlich? Ehrlich? Nicht? Sicher? Ganz sicher, dass wir noch nicht gekämpft haben? Na gut, okay. Dann kämpfen wir. Oh, ein Zubiris. Okay, daran würde ich mich erinnern. Okay. Eine Donnerwelle für dich. Du bist anfällig gegen Fee, Zubiris, inzwischen. Ich war gut, dass wir keine Feenattacke dabei haben. Und, das macht aber gut Schaden. Was setze ich denn ein hier? Ich habe den EP-Teiler natürlich noch nicht ausgemacht. Mist. Ich wusste, dass ich da nicht mehr dran denke. Ich wusste es. Ich wusste es einfach, ne? Inzwischen kenne ich mich halt doch. Aber ich wusste es einfach nicht. Ich wusste es einfach, dass ich nicht mehr dran denken werde. Das ist so traurig. So, Donnerzahn. Ja, das ist doch gut. Oh, das hat jetzt dreimal angegriffen. Trifft Nachtnebel zu 100% oder warum kommt er durch? Selbst mit 100% dürft er nicht immer durch die Paralyse kommen. Oh, das ist ein bisschen spät mit der Top-Genesung. Oh, du Arsch. Habe ich irgendeine Prio-Attacke? Nee. Keine Chance. Scanner. Ja, super. Ich hoffe, du bist stolz auf deine feige Taktik, mein Freund. Ehrlich. Ehrlich. So, tschüss. Tschüss, Zubiris. Das war's. Ja. Traurig. So, ich mache den EP-Teil aus. Ich mache den EP-Teil. Habe ich ihn schon ausgemacht? Ist gar nichts. Warum haben denn... Es stand gar nichts mehr vom... Habe ich ihn ausgemacht? Du kannst mich nicht mehr dran erinnern. So, wo ist er denn? EP-Teiler ausschalten. Okay, gut. Aber Leute, ich würde sagen, wir beenden hier die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, schaltet unbedingt morgen wieder ein. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und tschüss.